Lasst uns ein bisschen AK-Modding machen. Und zwar gucken wir uns an, wie wir mit ein, zwei Handgriffen die AK erstmal stark verbessern können. Dann unsere Lieblingsvariante der AKM. Und schließlich die Meta-Waffe, die AK-74N. Das ist die Variante, die momentan von allen AKs den geringsten Recoil-Wert hat. Alles, was wir hier sagen, könnt ihr auf unserer Seite nochmal im Detail nachlesen mit den ganzen Begriffen, wenn ihr möchtet. Link ist natürlich unten. Und ich würde sagen, let's go. Und dann hätten wir eine sehr, 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 sehr schöne Grundvariante einer ganz einfach gemonteten AK-74. Und jetzt unsere AK-74N, Best in Class, Minimum Recoil. Yeah, baby, los geht's, los geht's. Nochmal ein anderes Scope am Testen. Ich finde das so geil, allein schon, zeig mir die Hand, zeig mir. Die Hand sieht so geil aus, diese Handschuh allein schon. Allein schon wegen dem Handschuh lohnt sich der AK ins 45 Grad Vordergriff. So, wir machen mal Autofeuer an. Let's go, let's go. Wir starten mit den Scopes. Das OKP-7 zum Beispiel mit fest eingebauter Seitenhalterung kann einfach auf die Waffe gezogen werden, in dem Fall die AK-74N. Einfach Scope-Schnappen draufziehen, schon habt ihr das Scope entsprechend an der Seite montiert. Genauso funktioniert das zum Beispiel mit dem PSO-Scope, sehr, sehr beliebt. Auch mit Seitenhalterung einfach auf die Waffe ziehen und schon ist das Scope montiert. Möchtet ihr andere Scopes drauf machen, benutzt ihr das Pilot-Mode. Es gibt auch weitere Vorrichtungen, die ihr nutzen könnt. Das Pilot-Mode ist ganz schön, sieht nice aus, hat Werte, die okay sind. Also einfach auf die AK-74 ziehen und dann könnt ihr auf diese Halterung, zum Beispiel das PK-06, sicher die beliebtesten Scopes draufpacken oder zum Beispiel das XPS-3 einfach draufziehen und schon befindet sich das oben auf der Waffe. Hat eure Waffe jetzt keine Seitenhalterung, verschiedene AK-Versionen haben diese nicht, oder möchtet ihr einfach einen Schritt weitergehen und den nächsten Schritt machen, nämlich das Scope noch näher an der Waffe dran haben, tauscht ihr einfach den Deckel aus. Der Deckel kann gegen das Bastion ausgetauscht werden. Das Bastion ist eine schöne Variante, hat Werte, die okay sind und ist relativ günstig. Sozusagen das ist das günstigste Modell. Es gibt noch ein sehr, sehr teures Modell mit besseren Werten, aber da ist die Frage wirklich, ob sich das lohnt, weil die Werte, ja, die stehen in keinem Verhältnis zum Preis. Also ich nehme grundsätzlich immer das Bastion, auch bei den besseren Waffen oder bei den höheren Moddings immer das Bastion. Der Punkt ist jetzt, dass dieses Bastion eine Möglichkeit ist, von vielen ein Scope anzubringen. Ihr könnt es auch weiter vorne anbringen, weiter hinten. Durch das Bastion habt ihr euer Scope immer ganz nah am Gesicht. Und dadurch verwackelt es weniger, wenn die Waffe abgefeuert wird. Deswegen meine Empfehlung, das Bastion zu nehmen. Jetzt folgender Punkt, wenn ihr das Bastion dran machen möchtet. Ihr seht hier oben den Deckel. Ich möchte den Deckel austauschen, Bastion ist rot markiert. Das liegt daran, dass hier noch dieser Aufsatz drauf ist. Der muss abgezogen werden. Das ist eine Sache, die man manchmal sieht. Aha, das passt ja nicht, ist inkompatibel. Nein, einfach dieses Rear Sight hier abziehen und jetzt könnt ihr den Deckel tauschen. Okay, jetzt ist Bastion drauf und jetzt mit diesem Bastion habt ihr die Möglichkeit wiederum alle Scopes, die ihr habt, drauf zu packen. Alles. Wir nehmen wieder das Standard PK-06 und dann seht ihr hier, wie es schön auf die Waffe passt und damit wäre die Waffe ready to go. Wenn man jetzt noch einen Schritt weiter geht, kann man noch zwei Verbesserungen vornehmen, die wirklich günstig sind und die Waffe um einiges verbessern. Das erste ist das Recoil Pad, der sogenannte Gummi für die AK. Dieses Recoil Pad wird hinten auf den Holzschaft gepackt. Das heißt, ihr braucht keinen anderen Schaft, das packt ihr auf jeden Holzschaft und reduziert den Recoil um weitere 5%. Das DTK1 reduziert den Recoil um weitere 7%. Hat noch andere Boote, aber insgesamt sind das die wichtigsten Werte. Insgesamt minus 12% Recoil, nur für diese relativ günstigen und einfachen Module. Ihr packt die Module einfach auf die Waffe drauf. Das Recoil Pad wird hinten auf den Schaft gepackt. Das DTK1 wird vorne dran gepackt. Und schon habt ihr drastisch verbesserte Werte für einen minimalen Aufpreis. Jetzt könnt ihr euch noch überlegen, den Griff auszutauschen. Der bringt leider nichts im Recoil-Wert, aber erhöht die Ergonomie um 13 Punkte. Das ist der Standardgriff hier, RK-3. Ist wirklich ein absolutes To-Go, seht ihr an jeder zweiten Waffe. Wir können das dran machen, das kostet ungefähr 8000, wenn ihr den Händler entsprechend freigeschaltet habt. Aber ja, es ist ein kleiner Bonus. Ich mache ihn jetzt hier mal dran, RK-3 dran. Und dann hätten wir eine sehr, 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 sehr schöne Grundvariante einer ganz einfach gemonteten AK-74. Noch ein Hinweis an dieser Stelle, was die Anfänger unter uns angeht. Das PK-06 ist sicherlich das am meist benutzte Scope, einfach weil es zu klein und handlich ist. Es hat auch wenige Maluswerte, also es ist einfach ein tolles Scope. Aber das Rotpunktvisier ist leider relativ schlecht zu sehen. Also es ist gut zu sehen, ja. Aber für Anfänger, die vielleicht noch Probleme haben, gerade wenn die Waffe sich so bewegt und alles wackelt,
Ich würde empfehlen zum Üben, das XPS 3-0 zu nehmen. XPS 3-0, EOTech XPS 3-0. Das hat den Vorteil, die Maluswerte bei diesem Visier sind auch minimal. Die sind ein Punkt höher nur als bei dem PK-06. Also fast dieselben Werte. Dafür ist es natürlich größer, sieht ein bisschen unheimlich aus. Und das Geile ist, der Scope sieht einfach toll aus. Es ist richtig ein sattes Rot. Die Linien sind fein. Es gibt verschiedene, ihr müsst aufpassen, es gibt verschiedene XPS-Modelle. Bei manchen ist der Rahmen richtig dick, bei manchen ist er dünner. Hier ist er sehr, sehr dünn und fein und deutlich zu sehen. Und dann gibt es manche Modelle, die haben zwei Punkte, manche nur einen Punkt. Hier ist ein Punkt. Es ist wirklich präzise, es ist ein tolles Scope. Das XPS 3-0 für den Anfang, um sich an alles zu gewöhnen. Und dann könnt ihr immer noch auf das PK-06 umsteigen. So sieht das Ganze in der Praxis aus. Hier das OKP-07. Das PK-06. Schön klein, kaum zu sehen. Mit dem Rotpunkt, wie gesagt, unter Bewegung für den Anfang nicht ganz so kontrastreich, aber es wird irgendwann das Go-To-Scope. Und das XPS 3-0. Ihr seht, der Kontrast ist relativ stark, auch wenn man hier den Punkt nicht sieht, sieht man durch den Kreis ganz deutlich, in welchem Bereich sich der Punkt aufhält, auch unter Bewegung. Sehr, sehr schön zu sehen. Was die anderen AK-Versionen angeht, ist das Schöne, dass ihr sämtliche Anpassungen, die wir gerade gemacht haben, auch bei der anderen Version drauf machen könnt. Sowohl auf die AKM als auch auf die AK-74M oder auf die normale AK-74 passen sämtliche Module drauf. Bumperpad, DTK-1 und das Bastion. Kommen wir zu den Untergruppen, fangen wir an mit der AKM. Die AKM hat ein größeres Kaliber. Wir benutzen hier in der Regel die BP-Munition, weil das die durchschlagkräftigste Munition ist. Die AKM hat durch das größere Kaliber wie bei der AK-74M oder bei der AK-74 einen höheren Recoil-Wert, grundsätzlich, von Natur aus. Das bedeutet, dass man die Waffe nicht so gut auf Recoil modden kann. Man kriegt den Recoil-Wert gut runter. Die Frage ist, ob es effektiv ist. Ich mache Folgendes. Ich nutze die Waffe im Long-Distance-Bereich immer mit auf Single-Fire. Und sobald wir in den Häuserkampf kommen, wird das Ganze umgeswitcht auf Vollautomatik. Das führt dazu, dass ich die Waffe überhaupt nicht auf Minimum-Recoil-Modden brauche. Wir sparen da erheblich Geld. Und wir können solche Spielereien machen, wie zum Beispiel einen schönen Schalldämpfer drauf zu bauen und an gewissen Komponenten einfach Geld sparen, einen Laser dran machen für den Häuserkampf und so weiter und so fort. Die Komponenten, die wir für so eine AKM brauchen, für so eine Budget-AKM, sind folgende. Als Schaft hinten kommt drauf der Chukov-Schaft. Chukov ist schön, das ist die Best-in-Class-Variante. Es ist relativ günstig, es ist geil. Das Problem ist halt, dass der Chukov-Schaft nicht auf alle Waffen passt. Das ist auch der Grund, warum man einige AK-Varianten sehr gut auf Recoil modden kann, andere nicht. In dem Fall passt sie auf die AKM. Also absolut the way to go, Chukov-S. Als Deckel nehmen wir wieder den Bastion-Deckel, das ist ganz klar. Da gibt es für mich keine Alternative. Und als Griff auch hier den Standardgriff RK-3. Kommen wir zum vorderen Teil der Waffe. Hier haben wir uns für das Trax entschieden. Das Trax Handguard hat sehr, sehr gute Werte für einen sehr, sehr günstigen Preis. Und ist deswegen the way to go. Trax 1. An dieses Trax packen wir diese 6-Inch-Schiene dran, damit wir einen Vordergriff an die Unterseite packen können. Also die 6-Inch-Schiene auf das Teil drauf und schon können wir einen Vordergriff dran packen. Jetzt die Frage, welcher Vordergriff? Wir haben verschiedene zur Auswahl, die vom Preisverhältnis ganz gut sind. Meine Wahl oder mein Favorit, sage ich sogar, ist das RK1. Das RK1 reduziert den Recoil und hat gleichzeitig schöne Ergonomiepunkte. Das RK1 einfach draufpacken und schon hat man einen schönen Vorderteil für diese Waffe. Je nachdem, welches Visier ihr möchtet und ob ihr einen Laser dran haben möchtet, könnte man jetzt noch eine 4-Inch-Schiene draufpacken und an diese 4-Inch-Schiene einen Laser draufpacken. Das X400 würde ich hier empfehlen, das X400 einfach auf diese Schiene packen und die Schiene wiederum auf das Handguard und schon habt ihr hier einen Laser dran, den ihr mit T und Steuerung T aktivieren und modifizieren könnt. Damit ist die Waffe schon fast komplett. Was jetzt noch fehlt, ist natürlich das Muzzle Brake. Und hier empfehle ich ganz klar das PWS CQB-74. Das ist best in class. Wir haben hier eine Recoil-Reduktion von 11%. Das macht nochmal viel aus. Der Punkt ist, es ist laut. Und ihr müsst halt wissen, je nachdem, wie ihr spielt, was ihr vorhabt, ob ihr das Ding benutzen möchtet oder nicht. Ich benutze für meine AKMs sehr, 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 sehr gerne einen Schalldämpfer. Und wir brauchen hier nicht die Best-in-Class-Variante, weil wir eben kein Dauerfeuer auf große Entfernungen machen. Also nehmen wir an dieser Stelle ganz klar das DTK-4.
Wichtig ist, dass das DTK 4 nicht einfach so auf die Waffe drauf passt. Wir müssen auch hier einen Adapter holen. Der Adapter nennt sich TT-AKM. Und last but not least, gerne mal übersehen, also ich weiß nicht, wie oft ich das Ding schon vergessen habe, dran zu machen, das RP-1, dieser kleine Pümpel hier, den könnt ihr halt immer drauf packen. Ist leider nicht ganz so, also für das, was es macht, ist echt die Frage, aber wenn ihr so eine Waffe baut, dann solltet ihr das RP-1 auf jeden Fall drauf machen. Es bringt einen Ergonomiepunkt und wird hier an die Seite drauf gepackt, sozusagen zum Nachladen, der Nachlade-Nupsi. Und ja, wird einfach draufgezogen und dann habt ihr die Waffe wirklich komplett. So sieht das Ganze dann aus. Der Laser ist aktiviert. Mit T könnt ihr es aktivieren, deaktivieren. Mit Steuerung T eben das Licht anmachen oder ausmachen. Wir haben jetzt das 320er Veldex-Scope draufgepackt. Und ihr hört, die ist wirklich schön leise. Es geht auch gar nicht mal darum, dass sie unbedingt leise ist, sondern dass man nicht gut orten kann, woher der Schuss kommt. Und ihr seht, wie die Waffe verzieht. Singlefeuer. Geht super. Der Vorteil bei dieser Waffe ist wirklich hauptsächlich die durchschlagskräftige BP-Munition mit dem großen Kaliber, die wirklich enorm Schaden macht und Rüstungen durchschlägt wie Butter. Kommen wir jetzt zu der besten AK-Variante, die beste AK, also die mit den kleinsten Recoil-Werten, die AK-74N wie Nordpol, früher die M, jetzt die N. Der Vertical Recoil-Wert ist runtergegangen auf 47, horizontal auf 124. Weniger geht nicht. Das ist sozusagen das, was man rausholen kann in diesem Spiel momentan. Weniger geht nicht. Dazu benutzen wir hinten den Chukov-Schaft. Der Chukov-Schaft passt auf die AK-75N drauf und macht minus 49 Recoil. Als Griff machen wir standardmäßig den RK3 Pistolengriff dran plus 13 Ergonomie. Als Deckel-Variante nehmen wir wieder das Bastion. Standard, da geht nichts drüber. Einfach irgendeinen Scope draufpacken. Schon ist der Mittelteil fertig. Vorne wird es jetzt ein bisschen kostspieliger und zwar kommt da das Velto Handguard drauf. Das Velto Handguard ist best in class, minus 5% Recoil plus 10 Ergonomie. Also es ist das beste Handguard, was ihr kriegen könnt für die AK. Ihr seht hier, dass keine Schienen vorhanden sind, das heißt, man muss eine extra Schiene kaufen. Diese 6-Inch Schiene hier wird unten dran montiert. Ich mache das hier mal 6-Inch Schiene draufziehen. Dann seht ihr hier unten die Schiene, da kommt der Vordergriff drauf. Dann könnt ihr noch eine 4-Inch Schiene draufpacken. 4-Inch Schiene für das Velto Handguard. Damit könnt ihr einen Laser an die Seite packen. Das X400 wird hier wieder empfohlen, einfach draufziehen und schon seht ihr den Laser an der Seite. Und als Vordergriff für den minimalen Recoil-Wert, ganz klar, da geht nichts anderes drauf, das RK-2. Ich ziehe das RK-2 auch hier drauf und schon seht ihr das fertige Handguard. Ganz an die, vorne an die Waffe kommt jetzt noch das Muzzle Brake und hier nehmen wir das PWS CQB. Best in class, minus 11% Recoil, auch keine Alternative für dieses Muzzle Brake. Und wie immer dürfen wir eins nicht vergessen, unser RP1. Unser RP1, ah, dieses schöne RP1, das wird natürlich auch draufgepackt und kommt an die Seite. Ich liebe dieses Ding, dieser Nupsi hier, plus 1% Ergonomie, muss natürlich mit drauf auf diese Waffe. Ohne RP1 ist die Waffe nichts. So sieht das Ganze in der Praxis aus. Wir haben hier das XPS-Visier drauf, das 3-0. Laser ist vorne noch dran, braucht man der Variante nicht, ich habe es mal dran gelassen. Und wir schauen mal. Ist natürlich relativ laut, ohne Schalldämpfer. Wir machen jetzt mal Autofeuer an und los geht's. Sozusagen no Recoil. Der Wert ist jetzt wie gesagt bei minus 47 und ihr seht, es ist einfach kein Recoil da. Testen wir das Ganze mal mit dem Welday. Hier ist das Welday drauf. Welday hat einfach Zoom und sechsfach Zoom. Gucken wir mal hier durch. Das ist jetzt sechsfach Zoom, einfach Zoom. Feuerfrei. Auto. Let's go. Seht, dass die ersten zwei Schüsse, also nach dem ersten Schuss, zieht es kurz nach oben, reguliert sich dann. Das könnt ihr ausgleichen mit der Maus. Oder einfach durchziehen, weil ab dem vierten Schuss geht wieder alles in die Horizontale und ins Ziel. So, hier nochmal unsere zwei Varianten. Also rechts sozusagen die günstige AKM-Variante, in dem Fall mit Schalldämpfer. Das macht noch ein bisschen was aus. Wenn ihr das runternimmt, habt ihr sozusagen die günstige One-Tap-Variante für Fernkampf. Autofrei umschalten für Nahkampf-AKM. Schönes Kaliber, schöne Munition. Das Ding macht richtig Wumms. Und links die AK-74N. Momentan die Waffe mit dem wenigsten Recoil, was die AK-Varianten angeht. Weniger geht nicht. Das ist die Variante to go. Ihr habt nicht viele Alternativen, was das hier angeht. Ihr könnt natürlich auch einen Schalldämpfer dran packen und so weiter. Aber alles das würde natürlich den Recoil-Wert reduzieren. Dann würde ich lieber empfehlen, auf eine AKM zurückzugreifen.
Eine Möglichkeit gibt es noch, eine Variante reinzubringen, und zwar das RK1 Foregrip mit 45 Grad Ansatz. Das hilft, den Ergonomiewert ein bisschen hochzusetzen, reduziert den Recoilwert um einen Prozentpunkt. Es ist wenig Verlust. Ihr würdet hier zum Beispiel auf 49 Recoil kommen, also 47 auf 49. Es ist wenig Verlust, dafür habt ihr einen guten Boost an Ergonomie. Probiert es aus, macht es dran. Es sieht geil aus, wenn die Waffe so seitlich gehalten wird. Ich zeige das zum Schluss nochmal. Ansonsten seid ihr tatsächlich, was die maximale Modding-Möglichkeiten angeht, sehr eingeschränkt. So, wir gucken uns nochmal das RK1 dran. Ich sage mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr alles nachlesen möchtet, was ich gerade gesagt habe, unten ist der Link auf unsere Webpage. Da findet ihr nochmal die ganzen Komponenten und alles ganz in Ruhe mit Bildern. Ansonsten sehen wir uns vielleicht im Livestream oder beim nächsten YouTube-Video. Macht's gut. Ciao, ciao. Yeah, baby. Los geht's. Los geht's. Nochmal ein anderes Scope am Testen. Ich finde das so geil. Allein schon... Oh, zeig mir die Hand, zeig mir. Die Hand sieht so geil aus. Diese Handschuhe allein schon. Also allein schon wegen dem Handschuh lohnt sich der RK1 45 Grad Vordergriff. So, wir machen mal Autofire an. Let's go. Let's go.